Jetzt begrüße ich erstmal herzlich bei mir den Politikwissenschaftler aus Bonn, Professor Frank Decker. Professor Decker, die Sitzung hat jetzt schon deutliche Überlänge. Das spricht ein Stück weit dafür, dass offensichtlich die Thüringer Union oder zumindest die Landtagsfraktion nicht so sehr will, wie das Konrad-Adenauer-Haus will. Welches Ergebnis muss da jetzt heute eigentlich rauskommen, damit die Union relativ, vorsichtig formuliert, unbeschadet daraus kommt? Ja, aus Sicht der Bundes-CDU natürlich ganz klar die Entscheidung, jetzt den Weg freizugeben für Neuwahlen. Vielleicht auch personelle Konsequenzen, dass man dort einen Neuanfang will an der Spitze des Landesverbandes. Aber das Hauptinteresse sind natürlich die Neuwahlen. Aber der Landesverband ist widerspenstig. Und die Dauer der Sitzung zeigt ja, dass es Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt schwerfällt, dort durchzudringen. Und wir haben eine interessante Koalition, wenn man so will. Denn auch die Linke sagt ja, wir haben eigentlich gar kein Interesse daran, Neuwahlen zu machen. Das liegt wahrscheinlich auch an den herausragenden Wahlergebnissen zum Teil. Zum anderen ist es jetzt ja, liegt die Latte ja schon deutlich über der Personalie Mike Moring, sondern Sie haben es angesprochen, Annegret Kramp-Karrenbauer. Was würde das bedeuten, wenn es dabei bliebe, dass die Thüringer mehr oder weniger einen Alleingang machen? Also das wäre ein Desaster für die CDU, denn das hätte natürlich dann auch Konsequenzen mit Blick auf die Koalition. Die SPD hat ja jetzt auch ganz deutlich gemacht, dass das zurückgenommen werden muss. Und wenn sie sich da nicht durchsetzt, wäre ja nicht nur auch ihre eigene Position in der Union, die ohnehin schwach ist, massiv weiter geschwächt, sondern das hätte möglicherweise dann auch Konsequenzen für die Koalition. Blicken wir auf das, was sozusagen uns jetzt nach vorne raus erwartet. Selbst wenn jetzt diese Entscheidung zustande käme, glauben Sie, dass es gesichert wäre mit den Stimmen der CDU? Andere, es ist ja schwierig, offensichtlich eine Zweidrittelmehrheit für Neuwahlen zu erwirken. Glauben Sie, dass das schwierig wird im Thüringer Landtag dann? Es kommt dann sehr entscheidend auf die Linke an. Also die Linke könnte ja durchaus auch mit Blick auf den Ausgang möglicher Wahlen ein Interesse an Neuwahlen haben. Insoweit ist die Position vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar. Da scheint man eher darauf zu setzen, dass der Ministerpräsident, der jetzt seinen Rückzug angekündigt hat, die Vertrauensfrage stellt im Landtag. Denn dann gäbe es die Möglichkeit, den Ministerpräsidenten wieder neu zu wählen. Und dann hätte Ramelow natürlich gute Chancen, im dritten Wahlgang gewählt zu werden. Das Spiel würde sich nicht wiederholen. Aber die Frage ist ja, was wäre damit gewonnen? Er hätte ja nach wie vor keine Mehrheit. Und es hatte sich ja eigentlich etwas abgezeichnet, was man so als eine Art Projektregierung bezeichnen könnte. Die CDU selber hatte auch unter Morings Führung 22 Projekte identifiziert, wo man dann möglicherweise mit Rot-Rot-Grün zusammenarbeiten könnte. Jetzt ist aber das Verhältnis doch zwischen beiden Seiten so zerrüttet, dass auch diese Form der Zusammenarbeit eigentlich nicht mehr gangbar wäre. Insoweit müsste doch auch die Linke ein Interesse daran haben, Neuwahlen herbeizuführen. Die Notbremse, Professor Decker, mit einem Tag Verspätung. Heute Morgen sagte Thomas Kemmerich noch, er bliebe dabei, er sei demokratisch gewählt und er wolle eine Regierung bilden. Heute Nachmittag mit dem Besuch des Parteivorsitzenden in Erfurt die Meinung geändert. Wie viel Sorgen muss sich Christian Lindner morgen um die Vertrauensabstimmung innerhalb der Parteispitze machen? Also er wird sich harte Kritik anhören müssen, denn das ist ein schwerer politischer Fehler gewesen. Man muss die Dinge in der Politik vom Ende her denken. Und man hätte bedenken müssen, wie es Markus Söder gestern gesagt hat, dass auf einer Regierung, die mit den Stimmen der AfD gewählt wird, kein Segen liegen kann. Und das ist eine Fehleinschätzung, die sich natürlich der Parteivorsitzende auch zurechnen lassen muss. Ich denke nicht, dass er im Amt gefährdet ist, aber er ist natürlich stark angeschlagen. Ja, das fügt sich auch in eine Entwicklung, die ja für die FDP im Grunde seit
dem Ausstieg aus Jamaika nicht wirklich positiv verlaufen ist. Sie kann nicht fragen, sehr stark profitieren vom Oppositionseffekt. Normalerweise müsste sie doch auch in der Opposition bei einer so schwachen Regierung dann auch profitieren können. Das tut sie überhaupt nicht. Und das muss sich Lindner natürlich auch zurechnen lassen. Insoweit ist er heute nicht mehr der starke, ganz unangefochtene Mann in der FDP. Allerdings bei einer solchen Frage geht es ja eben auch darum, gibt es Leute in der eigenen Partei, die ihn herausfordern, die ihn vielleicht verdrängen wollen. Das sehe ich nicht. Also ich glaube, dass er sich an der Parteispitze wird halten können. Hat das Sie haben es ja eben schon angesprochen, hat das eine ähnliche Dimension wie das Aussteigen aus Jamaika gegebenenfalls? Ich glaube schon, dass das nachwirkt. Also man hat mit dem Feuer gespielt, so ist es ja gesagt worden. Und das wird auch so schnell nicht vergessen werden. Sie werden ja heute in der Sendung noch demoskopische Zahlen haben. Aber ich glaube, die FDP muss sich zum Beispiel jetzt in Hamburg ernsthaft Sorgen machen um das Wahlergebnis. Und die dortigen Parteifreunde sind natürlich zu Recht stinksauer. Herr Frank Decker, wir haben jetzt auch gerade die SPD-Spitze gehört. Was versuchen die Thüringer Dreierkräfte der Linke, Grüne, SPD damit zu erwirken mit diesem Ultimatum? Ja, also wenn der Ministerpräsident, der jetzt seinen Rückzug angekündigt hat, aber noch nicht zurückgetreten ist, wenn er im Landtag die Vertrauensfrage stellt und die abschlägig beschieden wird, dann kann innerhalb einer bestimmten Frist ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Und dann würde Ramelow, wie er es ja auch schon angekündigt hat, wieder kandidieren. Und er würde auch gewählt werden, denn im dritten Wahlgang ist ihm ja die relative Mehrheit sicher. Denn da wird es vermutlich gar keinen es wird ein AfD-Gegenkandidaten dann womöglich geben. Aber damit wäre Ramelow gewählt. Man hat ja einen fertigen Koalitionsvertrag, man hat die Ressortverteilung untereinander abgemacht. Ja, aber keine Mehrheit. Das ist dann der Punkt. Und da wird natürlich die Zusammenarbeit mit den anderen Partnern, also mit Union vor allem, aber auch der FDP, schwieriger durch das, was eingetreten ist. Deshalb denke ich, wird dann die Idee sein, danach den Weg auch frei zu machen für Neuwahlen. Aber reicht es nicht, wenn die Regierung dafür ist. Da müsste zumindest dann auch die Union mitspielen, die CDU, die sich jetzt ziert. Wir werden ja heute vielleicht noch Aufschluss bekommen, ob dann dieser Weg gangbar wäre. Das hätte für Rot-Rot-Grün natürlich den Vorteil, dass man mit dem Amtsbonus auch des Ministerpräsidenten in diese Wahl gehen könnte. Umgekehrt würde ich allerdings sagen, hätte der jetzige Ministerpräsident keinen Amtsbonus in einer Wahl, wenn er schon nach einem Tag seinen Rückzug ankündigen muss. Aber ich glaube, das dürfte das Kalkül von Rot-Rot-Grün sein. Letzte Frage, was erwartet uns von den Sozialdemokraten erbetenen Koalitionsausschuss am Sonnabend? Ich denke, da geht es in erster Linie darum, jetzt auch die Union noch mal unter Druck zu setzen. Da werden möglicherweise dann auch etwa der Rücktritt von Hirte gefordert. Aber das wird nicht so weit gehen, dass dann die SPD am Ende die Koalition zur Disposition stellen. Daran kann sie ja selber auch mit Blick auf ihre eigene Situation im Bund kein Interesse daran haben. Aber es ist natürlich für sie auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass sie jetzt massiven Druck ausübt auf Union und FDP. Ich sage herzlichen Dank, Professor Frank Decker.